Jetzt möchte ich Hanno Liebermann ankündigen zum Thema der Demonstration Atomzwischenlagerung, Zwischenlager an sich keine Hindernisse. Hanno, bitte. Ui. So, hallo. Schön hier oben zu stehen. Hier sieht man erstmal, wie viele Leute hier überhaupt sind. Das ist toll. Ich denke, die Zahl 1000, die wir mal so angeballt hatten, die haben wir hier deutlich überschritten. Das ist prima. Ja, Felix hat schon gesagt, Zwischenlager dürfen keine Endloslager werden. Das ist das Motto oder das Leitmotto unserer heutigen Demonstration. Und das steht auch ja auf diesem Transparent, was gleich bei unserem Umzug vorne weggetragen werden wird. Und diese Warnung oder diese Forderung ist heute aktueller denn je. Denn wir stehen in der Situation, dass ja die Suche nach einem Endlager ganz neu begonnen hat. Das ist auch gut so, denn dass Gorleben nicht geeignet ist, das wissen wir eigentlich schon seit über 40 Jahren. Das hätte man eher angehen können. Aber die Folge ist, es wird Jahre dauern, bis, wenn überhaupt, dann ein neues, akzeptables, tiefenbiologisches Lager gefunden sein wird. Die optimistischen Schätzungen gehen dahin, dass bis etwa 2031 ein Standort gefunden wird und dann in den 50er Jahren das Lager in Betrieb genommen werden kann. Ich sagte gerade, das ist eine sehr optimistische Einschätzung. Andere gehen weiter, die nennen sie nicht nur optimistisch, sondern die nennen das eine glatte Lüge. Und damit meine ich nicht irgendwelche Atomkraftgegner, sondern das hat zum Beispiel der Herr Thomauske gesagt, der 20 Jahre lang das Gorleben-Projekt geleitet hat im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz. Das heißt, realistisch ist vermutlich, dass wir es noch jahrzehntelang, wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahrhundert zu tun haben werden, mit einer endlagerlosen Zeit. So, und das bedeutet, es müssen irgendwelche Zwischenlösungen gefunden werden. Die bestehenden Zwischenlager, egal ob die zentralen Zwischenlager in Gorleben und Ahaus oder die Standortzwischenlager, haben jeweils eine Genehmigung für 40 Jahre. Dies gilt sowohl für die Behälter als auch für die Lagerhallen. Und auf diesen Zeitraum oder für diesen Zeitraum sind sie auch ausgelegt. Jetzt aber gibt es Tendenzen in der Bundesregierung und anderswo, schlichtweg die Lagergenehmigung nach dem Auslauf der 40 Jahre zu verlängern. In Ahaus enden sie im Jahr 2036, im Gorleben 2034, bei den Standortzwischenlagern in den 40er Jahren. Das heißt, es würden diese Zwischenlager über Jahrzehnte weiter betrieben. Das aber geht gar nicht. Dafür sind weder die Lagerhallen noch die Behälter ausgelegt. Die Behälter, weil sie spätestens nach 40 Jahren überprüft werden müssen auf ihren Inhalt, weil niemand weiß, was im Inneren dort abgeht und wie sich das Material dort entwickelt. Auch das ist nicht eine Erfindung von uns, sondern das hat letztes Jahr auf einer Tagung der langjährige Vorsitzende der Reaktorsicherheitskommission, Michael Seiler, dargelegt. So, das heißt, unsere Forderung ist, es geht überhaupt nicht, die Genehmigung für diese Zwischenlager über Jahrzehnte weiter zu verlängern, sondern es muss nach neuen Lösungen gesucht worden, die sicherer sind, ob das bunkerartig ausgebaute Gebäude sind, möglicherweise auch eine Lagerung knapp unter der Erdoberfläche. Das lasse ich mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind wir der Meinung, jetzt müssen die entsprechenden Untersuchungen und Forschungen beginnen und nicht zwei oder drei Jahre, bevor die Genehmigung der Zwischenlager ausläuft. Das ist unsere Forderung an die Politik. Hier in Ahaus haben wir dann darüber hinaus noch ein aktuelles Problem, nämlich das der drohenden Transporte aus Jülich und aus Garching
von abgebrannten Brennelementen. Zu Jülich hatte Martina vorhin schon einiges gesagt, zu Garching wird nachher bei der Abschlusskundgebung noch einiges gesagt. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die beiden Lager oder das Material, was dort lagert, genauso wie die Reaktoren, in denen es benutzt worden ist, unterscheiden sich technisch sehr deutlich. Und trotzdem gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Lagern. Nämlich, in beiden Fällen sind die Brennelemente, die hier in Castor-Behältern angeliefert werden sollen, nicht endlagerfähig, so wie sie sind, sondern sie müssen umfassend konditioniert werden. Was übrigens bedeuten würde, wenn die nach Aarhus kämen, sie müssten dann mindestens noch einmal, bevor sie irgendwann in ein Endlager kommen, an einen anderen Standort gebracht und dort konditioniert werden. Die zweite Parallele ist, dass an beiden für beide Brennelementarten dieses Konditionierungsverfahren überhaupt noch nicht entwickelt ist. Das ist ein Unding. Und das dritte ist, dass wir eigentlich davon ausgehen müssten, dass diejenigen Wissenschaftler, die diese Technologien entwickelt haben, jetzt auch sich verpflichtet fühlen, die entsprechenden Methoden zur Konditionierung und zur sorglosen Beseitigung des Materials, was sie dort produziert haben, dass sie sich darum kümmern. Genau das aber wollen die Leute weder in Garching noch in Jülich, und das ist aus unserer Sicht keine verantwortungsvolle Wissenschaft. An beiden Orten will man das Zeug nur so schnell wie möglich loswerden. In Garching deswegen, weil deren Abklingbecken voll sind und sonst können sie ihren Reaktor nicht weiter betreiben. In Jülich deswegen, weil man denkt, dass für das moderne Forschungszentrum Jülich es ein Image-Schaden wäre, wenn dort Atommüll rumliegt. Das ist also ein aus unserer Sicht völlig schändliches Verhalten und das können wir gar nicht akzeptieren. Eine letzte Parallele zwischen beiden Standorten, wenn man nämlich nur fragt, wer ist eigentlich der Träger, wer steckt dahinter? Das ist in beiden Fällen die Bundesrepublik Deutschland. In Jülich zu 90%, in Garching zu 100%. Es ist die TU München und das ist in Jülich das Forschungszentrum. Beide werden finanziert vom Bund und ganz wesentlich vom Bundesforschungsministerium. Aber auch das Umweltministerium, das Finanzministerium und andere stecken drin. Auch aus Nordrhein-Westfalen zu 10% ist in Jülich dort das Wirtschaftsministerium beteiligt. Das heißt, es ist eigentlich das Bundesforschungsministerium federführend, das verhindert, dass dort verantwortbare Lösungen gefunden werden und dass dort verantwortbare Wissenschaft betrieben wird. Und das ist überhaupt nicht akzeptabel und das ist einer der Gründe, warum wir heute auf die Straße gehen und warum wir demonstrieren. Und ich sage jetzt noch, was mich besonders wütend macht. Was mich besonders wütend macht, ist die Tatsache, dass wenn ich mal nachfrage, wer denn eigentlich die verantwortlichen Minister sind. Das ist das am Bundesforschungsministerium, die Frau Karliczek aus dem Tecklenburger Land. Und das ist im Bundesumweltministerium, die Frau Schulze aus Münster. Das heißt, wir haben es hier mit zwei Ministerinnen aus dem Münsterland zu tun, die sich aber um einen Dreck drum kümmern, was hier im Münsterland geschieht. Und die, denen es nur darum geht, jedenfalls gilt das für Frau Schulze, so hat sie es gesagt, die Lösung zu finden, die am schnellsten geht. Wir aber meinen, nein, es ist nicht die Lösung, die am schnellsten geht, die richtige, sondern die am sachlich verantwortbarsten sind. Und deswegen sind wir gegen diese Transporte nach Aarhus und verlangen eine Lagerung dort an den Standort.
Das ist, darum demonstrieren wir. Ich komme jetzt deswegen auch zum Schluss und möchte noch darauf hinweisen, dass gleich als erstes die Landwirte mit ihren Traktoren losziehen und dann das Transportchen mit dem Hauptmotto der Demonstration sich an den Anfang des Zuges setzt, auf den wir uns dann gleich begeben. Und ein letzter Tipp noch, wer sich noch Verpflegung mitnehmen möchte, bei der Volksküche ist noch das ein oder andere zu haben. Dankeschön.